Und weiter geht's mit Wreckfest und wir machen heute ein Demolition Racing. Ich darf das Auto nicht nehmen, es ist zum Kotzen. Naja, nehmen wir den hier. Alles gut, oder kriegt ihr nochmal wie getuned? Naja, halt. Werkstatt, Lackiererei, Upgrades. Ja, erster Linie geht's ein bisschen um die Panzerung. Dann nehmen wir die mal einfach mit. So. Upgrades. So. Nehmen wir sie mit. Und dann fahren wir mit dem Auto. Und gehen rein. Es ist wieder ein kleines Turnier, was uns heute anstehen wird. Das ist immer das Wichtige, Coole. So, auch heute gibt es wieder darum, wahrscheinlich so viele wie möglich nach vorne zu fahren in erster Linie und mal gucken, wie viel wir rausnehmen können. Also auf jeden Fall auch Demolition Racing. Wir haben mehr Power jetzt drin, wir haben natürlich auch immer ordentliche Robustheit drin. Gucken wir mal, wie es läuft. So, tschüss Minimettler, mein Freund. Und wieder ein scheiß Skyline, ich gebe mir auch ein bisschen auf den Sack. Platz stehen hat auf jeden Fall schon mal gut geballert. Aber von mir. Ach, du nervst mich gerade so ein bisschen. So, gib mal. Den kriege ich aber auch nicht klein jetzt, den Kollegen hier. Ich will den nämlich gerne mal haben, damit man. Damit ich ihn mal rausnehmen kann aus dem Rennen schon mal. Ach, jetzt gebe ich den nicht Sieg. Ich bin momentan noch nur 5 da, also das ist natürlich nicht gut. So, der ist weg. Den hat schon mal da links weggehauen. So, Miss Vicious, die ist ja schon mal raus aus dem Rennen. Die wird jetzt aus der, die kommt jetzt die Ecke da nicht mehr raus. Damit hat sich das Thema erledigt. Wir sind jetzt Dritter momentan nur, weil wir natürlich dann schon noch mal ein bisschen was verloren haben. Aber wir kommen wieder rein. Das kriegst du aber gerade nicht hin, ne? Jetzt habe ich dich.
Ah, ist die Gute wieder da rausgekommen aus der Ecke, okay. Ich dachte, bin ich hier jetzt immer noch da irgendwo drin. Das ist der Hammer. Vergiss es, du haust dich auch noch da dazwischen. Verschwinde von mir. Oh, war das knapp, ey. Den hätte ich auch mitgenommen, ey. Fast. Beziehungsweise der hat mich noch geholt jetzt. Puh. Wie lange ist das? Miss Vicious doch nach vorne gekommen. Ist sie ausgeschieden? Siehst du gerade nicht? Da müsste. Ach, auf 8 sogar noch. Ach, die ist auch gut. Dann ist er noch gut nach vorne gefahren. Also den holen wir uns auf jeden Fall schon mal. Sportfelder Kilo BS. Ich weiß gar nicht, was ist das sogar ein Turnier oder so? Oder ist das gar keins? Sah da aus wie ein Turnier, 4 Rennen. Das erste haben wir schon mal für uns entschieden. Ja, ist es ein Turnier. War okay. So, geht jetzt gleich weiter mit dem zweiten Lauf. Geht jetzt gleich wieder weiter mit dem Lauf. Mit Lauf 2, Entschuldigung. So, ist es. So, wir schaffen von 13 wieder mal nur. Was eine Fresse. Was auf die Fresse gerade. Ja, klatscht euch gegenseitig weg. Das ist mir herzlich egal. So, momentan der gute Crashman. Auch hier 6 Runden. Hier sind 6 Runden sogar. Genau. Haut euch auf die Fresse. Macht euch da in Ruhe. Lasst mich einfach mal mein Rennen fahren. Wir sind Zweiter. Der Dritte, der jetzt vor dem Bundesliga ist. Wien-Rentler, ab in die Wand mit mir, mein Freund. So, jetzt heute, was jetzt als nächstes kommt, ist überrundet, deswegen sind wir mit am ersten auch nur. Da muss also schon ein bisschen was passiert sein, oder? Ja gut, es sind 24 Autos, ne? Also warum soll das nicht passieren? So, wir sind momentan... Ah, jetzt gibt es immer gerade ein bisschen Gas, die Jungs da vorne. Oh, da steht der Skyline von General Lee. Den kenne ich durchaus aus der Kirche's Castle. Da gab es. Ist der nicht auch dann Lee? Irgendwie der General von dem? Ja, wir sind Dritter nur noch jetzt. Auf einmal sind plötzlich wieder zwei uns vorbei. Weil halt. Wieder aus Hitflash gekommen. Und wir haben die letzte Runde. Da vorne knallt gleich und es ist passiert. Und jetzt ist wieder einer vorbeigegangen. Wir sind nur noch Vierter. Und wir werden auch nur noch Vierter. Mann, es ist immer so knapp vorm Ende. Ey, das klare schnellste Auto im Feld und kriegst trotzdem nicht gebacken, weil sie dir dann doch noch in die Karre klatschen. Ah, Mann, lass mich doch einfach in Ruhe. Vater, mir mal mein Rennen fahren. So, nächster Lauf. Ist das jetzt das Finale oder was? Ja, ich komme aber auch nicht rein, weil die einfach nichts machen. Dann rutscht ein bisschen zu weit raus und der nächste, der wischt dir da unten noch durch und wirst dann am Ende deswegen noch Vierter. Gut, ich habe noch 2 Läufe. Alles ist gut, also. Ahem.
So, Lauf Nummer 3, der jetzt gleich losgeht. Los geht's. Lauf über 3 wieder für 13 auf Ziel. Wenn unser Ziel ist, muss es sein, das Rennen mal wieder zu gewinnen. Ist so wahlbar somit das leichteste noch. Aber jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Und du bist ein bisschen. Boah, Alter, nimmt ihr mich ja schön aufs Korn. Ja, ist gut. Hab das jetzt, ey. Genau, ich bin Letzter. Das ist das Wichtigste erstmal. Hab's auch wieder mal weg. Hat er mich schön hinten am Heck ausgehoben. Aber gerade herzlich egal. Hält mit euch. Lass mich in Ruhe. Sie Formel 1 Online Lobby fahren. Da wird auch einfach blöd irgendwo reingecrashed in die Feld. Den habe ich jetzt mal ausgehoben, mein Freund. Der steht generell biegt mal eben ab. Wir sind momentan Dritter, Neunter schon auf den ersten drei Runden. Beziehung ist halt Mist. Crazy Tank, ja, macht ihr immer nicht, ja, wie gerade wurde drauf. Wir haben ja eine Führung momentan liegen. Das wird Ravia. Ah, ich dachte, jetzt, die fallen alle da für die Seite rein. Ja, lass mich doch in Ruhe. Sechser, das ist sich gut, weil da vorne sind nämlich die zwei Minenrettler und wer der letzte ist, haut doch mal ab von mir. Ja, da ist klar, dass da noch einer angelaufen kommt. Hilfe. Wo sind denn die zwei da vorne? Die muss ich noch kassieren. Also während die zwei sich da vorne ein bisschen crashen werden, hoffentlich. Weil ich darf jetzt in einer weiteren Niederlage, darf ich mir eigentlich fast gar nicht erlauben. Ich bin nur vierten Platz eben im letzten Rennen. Haut mal ab jetzt von mir. Geh mir nicht auf die Nüsse, komm on, hau ab jetzt, Janine. Ja, fuck you, ey, dann geh fahr vorbei, mein Gott. Wieder nur Vierter. Aber ich hab dich ja vor mir, mein Freund, jetzt hör mich nicht, ich versuch mal an, aufs Heck zu nehmen. So, du darfst was wollen. So, während ich jetzt den einen ausgehebelt habe, jetzt müssen wir in Führung gehen. Ja, den habe ich noch erwischt, den Jungen. Den habe ich noch mitgenommen. Das war gar nicht so unwichtig, weil dadurch, obwohl ich jetzt mich zurücksetzen lassen haben musste, weil sonst wäre ich schon an der Wand gewesen, bin ich wieder vorne dran. Boah, kann mein Rennen jetzt mal in Führung gehen endlich. Ey, was ein anstrengendes Ding hier. Hau ab! Meine Wahl ist dran. Das ist mir aber jetzt egal. Und wie gesagt, deswegen war es auch so wichtig, da nochmal den irgendwie noch mitzustreifen am Mac. Mitzustreifen. Klar, andersrum hätte ich mich jetzt aufgeregt darüber. Aber wichtig ist, dass ich den Jungen mitgenommen habe und mir diese Runde hole. Wer hat denn da die beste Runde? Ist denn ja auch Miss Licious? Die ist ja ganz weit hingelandet. 1.11, oh, 1.11, General Lee. Und ich bin 1.14 gefahren, aber 3 Sekunden schneller als hier. Aber ja, wichtig ist, dass ich das Ding hier nach Hause geholt habe. Das war nicht so ganz unwichtig.
haben jetzt Panzerung mitgenommen. So, uns fehlt jetzt noch ein Rennen. Und dann haben wir es. Das große Finale hier auf in diesem Turnier. Aha, ein Achter vor mal wieder. Na super. Eine Achterform mal wieder. Mal gucken. So, Moment, ich bin sofort bei euch. Na gut, gehen wir rein. Ab, los geht's. In den letzten Lauf hier. Dieses Turniers. Dann haben wir's. So, und dann let's go. Und wieder von dieser ominösen Platz 13. Das Ding müssen wir eigentlich fast nach Hause fahren. Aber gucken. Es wird nicht einfach werden. Die werden uns alle aufs Korn nehmen wollen, aber diesen letzten Lauf so wichtigerweise gewonnen haben. Erstmal Crashman rausnehmen. Du musst bei dieser Form einfach so aufpassen. Ja, Runde Nummer 2. Wo du hier lang fährst. Wie gesagt, wo die meisten Tummelteile sind. Also Führer sind momentan fast hier gut. Das sehen wir gerade oben liegt. Wer auch immer das ist. Da steht einer an der Wand. Das ist Runde 3 von 6. Ah, ich glaube, hier wäre schon die Runde. Das ist genau das, was jetzt in dieser Achterform passieren kann, natürlich. Dass man dann noch als Führender, wenn du das Ding eigentlich noch knapp in Führung hast, dann noch in ins Feld reinklatscht. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt nicht allzu große Probleme haben werde. Hab wieder einen mitgenommen. Okay, so geht's eigentlich auch, aber hoffentlich, vielleicht. Ah, sehen wir das denn mit dem Skyline? Okay. Der führt jetzt. Lass mich in Ruhe. Ich fahre jetzt nicht mit dir mit um irgendwelche Duelle. Und hier vor dir ist so ein kleiner Monster, was auch immer das für ein Auto ist. So, okay, wir führen einfach das Rennen jetzt mal. Manic Badger ist das. Und wen haben wir hier? Miss Vicious. Die gute Miss Vicious. Die kann aber den nächsten Kollegen auf die Seite mitgenommen bekommt. Und damit schon wieder raus, das ist die Runde. So, jetzt hänge ich euch mal an den Rest des Feldes. An das Ende des Feldes. Letzte Runde, liebe Leute. Nein, 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 haut mir die jetzt sicher ab. Herzhaft! Ach nein! Wer ist in Führung? Der Nerdhammer. Der hier direkt vor uns, diese orange Wagen. Mann, ey! Wieder kurz vorm Ende. Wir nehmen hier jedes Mal an die. Ach Mann! Ey, wenn ihr mit 5 Mann aufeinander geklebt habt, unbedingt, und der kam durch und ich nicht. Und damit hat er es gewonnen. Glaube ich zumindest. Es ist ärgerlich, weil mich das. So verlierst du die Matches. Ich hoffe, dass ich gewonnen habe. Ich
Das wird er mir jetzt gleich zeigen. Erster. Boah, Gott sei Dank noch, ey. Ich dachte mir, ne, der nimmt mir den echt noch den kompletten Sieg weg. Aber ich bin Gott sei Dank immer froh, dass ich das geschafft habe. Okay, dann würde ich sagen, mal trotzdem Feierabend. Sorry, wenn ich mich noch mal ein bisschen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem nächsten Demolition Racing.